Für viele ist Spiritualität etwas völlig Abgehobenes. Aber eigentlich fängt es hier an, beim Müllsammeln. Denn Spiritualität heißt eigentlich nichts anderes als die Einheit von Erkenntnis und Handeln. Und wenn ich einmal erkannt habe, dass diese ganze Natur heilig ist und dass mir in ihr Gott begegnet, dann ist die Bewahrung der Schöpfung, das Müllsammeln, das konsequente Handeln. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann ist unsere ökologische Krise am Ende eine spirituelle Krise. Das ist jedenfalls eine der spannenden Thesen, die Kim Hoffmann-Hepsef von der Initiative Faire Moschee hier in Aachen beim Inspiring Morning vorgetragen hat. Und wenn dich solche Fragen interessieren, dann bleibe dran und schau dir das ganze Video an. War die Qualität der Aufzeichnung so schlecht, dass ich hier die Einführung noch einmal für euch wiederhole. Inspiring Mornings, das ist ein Dialograum, der helfen soll, die eigene Spiritualität zu entfalten. Und sehr wertvoll ist es dann für uns immer, wenn jemand seine eigene Suche und auch vor allem die Schätze, die er gefunden hat, mit uns teilt. Heute haben wir mit Kim Hoffmann-Hepsef eine Muslima zu Gast, die sich in ihrer Moschee einem ganz interessanten Projekt widmet, das neben der Spiritualität auch den anderen Fokus von Inspiring Morning beleuchtet. Sie engagiert sich für Nachhaltigkeit und einen achtsamen Umgang mit der Natur, mit der Schöpfung, in der Initiative Faire Moschee. Kim Hoffmann ist eine Aachenerin. Sie ist katholisch aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Aachen. Und so wie sie mir gesagt hat, haben sie wenig praktiziert in ihrer Familie. Dann hat sie soziale Arbeit studiert und dabei ist ihre Selbstreflexion angestoßen worden und religiöse Fragen sind plötzlich aufgeploppt. Auf der Suche nach Antworten und Gewissheiten hat sie den Islam kennengelernt und vor allem die Kultur, die dazugehört. Beim Islamischen Zentrum in Aachen hat sie gleichgesinnte Frauen gefunden und erfahren, dass ihr der Islam Ruhe und Sicherheit gibt im Leben. Er hilft ihr im Umgang mit den Ungerechtigkeiten in der Welt und vor allem auch mit der eigenen Verantwortung, die wir dabei haben, klarzukommen. Hier hat sie ihre religiöse Heimat gefunden und möchte nun etwas zur Gesellschaft beitragen. Das war der Anlass, sich bei der Initiative Faire Moschee zu engagieren, deren Sprecherin sie ist. Wir wollen hier im Inspiring Morning keinen theologischen Diskurs führen. Das überlassen wir den Fachtheologen. Auch geht es nicht um politische Auseinandersetzungen mit eventuell radikalen Strömungen des Islam. Hier geht es um gelebte Spiritualität, eine gelebte Religion und die Frage, was bewegt das in meinem Leben? Wie trägt sie dazu bei, die positive Transformation in dieser Welt zu fördern und sie zu unterstützen? Was können die großen Religionen, zu denen der Islam gehört, zum notwendigen Bewusstseinswandel beitragen? Bevor Kim Hoffmann ihren Impuls beginnt, nimmt sie uns aber mit auf eine kleine Gedankenreise. Viel Spaß dabei. Vielen Dank für die herzlichen Worte und mir ein großes Dank für die Einladung. Und ich danke auch gleichzeitig Gott. Ich werde auch immer wieder, also ich werde manchmal Gott sagen, aber manchmal auch Allah. Also das ist beides das Gleiche, aber es ist manchmal immer auch beides verwende. Und ich will aber auch letztendlich Gott dafür danken, dass er uns überhaupt diese Möglichkeit gerade gegeben hat, hier zu kommen. Und ich bitte ihn auch um Unterstützung für die nächste Stunde, dass wir einfach Kraft ziehen können und einfach eine bereichernde Zeit auch haben werden. Genau, wie Jürgen schon sagte, habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. Ich würde dafür gerne
Wunderbar. Genau, zu Beginn möchte ich einmal kurz hoffen, dass ich die persönliche Anrede des Dus verwenden darf. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür zeigt, dass ich jetzt direkt in eine persönliche Beziehung gehe, weil ich glaube, ich finde, für den weiteren Verlauf ist es immer, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, sich direkt angesprochen zu fühlen. Und zwar bitte ich oder ich lade euch gemeinsam ein, mit mir auf einen kleinen Spaziergang zu gehen. Wenn du dich wohlfühlst, schließe gerne deine Augen. Es ist dir aber auch freigestellt, mitzukommen. Du kannst auch die Zeit woanders nutzen, deine Gedanken anders schweifen lassen, einfach nur zuhören oder dich zurücklehnen. Ich hoffe, du bist bereit, du fühlst dich wohl, du bist in einer angenehmen Umgebung, du sitzt entspannt auf deinem Stuhl und du gehst in dir. Stell dir vor, du bist auf einer Lichtung. Was siehst du um dich herum? Versuche zu beschreiben, wo du gerade bist. Gibt es ein bestimmtes Geräusch, was du hörst, oder ist es still? Hörst du die Blätter der Bäume rauschen? Oder gibt es einen kleinen Bach in deiner Nähe? Oder hörst du sogar die Vögel den Morgen begrüßen? Nimm einen tiefen Atemzug und genieße den Moment. Welcher Geruch liegt in der Luft? Spürst du die ersten Sonnenstrahlen auf deiner Haut? Oder ist es bei dir sogar noch Nacht und du siehst die Sterne am Himmel funkeln und ein kalter Luftzug weht durch dein Gesicht? Versuche ein paar Schritte weiter zu gehen. Wie fühlt es sich an? Spürst du etwas unter deinen Füßen? Ist es kalt oder warm? Nass oder trocken? Gibt es etwas in deiner Nähe, was du mit deinen Händen berühren kannst? Ist es doch ein Baum, ein Berg oder auch Tiere oder andere Menschen? Versuche weiter in dich reinzuhorchen. Atme noch einmal tief ein und aus. Nehme deinen Atem bewusst wahr und lass die Luft ganz natürlich strömen. Ist es nicht ein Wunder, wie dein Herz schlägt? Der Atem durch dein Herz verströmt und alles in dir versorgt. Spüre, wie dein Herzschlag ruhiger und gleichmäßiger schlägt und merke, wie dein Körper immer entspannter wird. Versuche, deine Umgebung intensiver wahrzunehmen. Ist es nicht faszinierend, was du alles sehen kannst, riechen und hören? Wirkt es nicht in einem vollkommenen Gleichgewicht, in dem wir uns gerade befinden? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie stark dein Herz ist, welche Kraft es jede Sekunde aufbringt, von alleine zu schlagen? Schlägt es wirklich alleine von sich selbst? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie stark eine Ameise ist oder welche Arbeit eine Biene ausübt, damit wir unseren Honig jeden Morgen bekommen? Wie lange eine Palme wächst, bis ihre Wurzeln fest im Boden verankert sind und sie immer wieder Früchte für uns hervorbringt, die wir essen können? Oder wie jeden Tag immer weiter neues Leben erwacht, die Blumen anfangen zu blühen, die ersten Insekten auf der Suche nach neuem Nektar sind und die Tage wieder länger werden. Atme noch einmal tief ein und wieder aus und komme langsam zurück. Öffne deine Augen. Bewege deine Arme und deinen Oberkörper
Spüre noch einmal kurz nach, ob es dir gut geht und du angekommen bist. Versuche kurz innezuhalten und deine letzten Gedanken zurechtzulegen. Ich bedanke mich für eure Bereitschaft und ich bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich, euch einladen zu dürfen, die nächste Zeit mit mir in ein Gespräch, in einen Dialog zu kommen und einen Austausch. Genau, ich mache direkt weiter und hoffe, dass es euch gut geht und dass einfach die letzten paar Minuten uns ein bisschen aus der hiesigen Welt rausholen konnten und einfach auch nochmal über die Schöpfung nachzudenken. Die Frage, die ich mir ja gestellt habe oder die ich auch in den Raum gestellt habe, ist ja, wie kann eine islamisch geprägte Spiritualität einen nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung fördern? Und ich habe mir zu Beginn, also oder auch die letzten Wochen, viele Gedanken dazu gemacht, weil ich immer mal wieder auch das Gespräch auch in der Moschee hatte oder auch in interreligiösen Dialogen. Und dann sind mir diese Wörter dazu eingefallen. Also ich finde, wenn ich über Spiritualität und Schöpfung nachdenke, finde ich, bringt das für mich die Begriffe wie Reflexion. Es ist das Thema der Achtsamkeit, ein Perspektivwechsel, eine Sinnsuche, eine tiefe Dankbarkeit und auch Gerechtigkeit. Es beinhaltet eine innere Haltung und auch eine Balance. Und das sind auch alles Eigenschaften, die für mich tief verwurzelt im Islam sind. Genau wie Jürgen schon sagte, bin ich heute einmal als Sprecherin aus der Initiative Faire Moschee in Aachen. Und vor allen Dingen auch möchte ich einfach in ein Gespräch mit euch kommen über meine persönlichen Erfahrungen, meine persönlichen Beweggründe und halt auch nicht, dass es um einen wissenschaftlichen Vortrag oder ich bin keine Theologin oder auch, ich fand, Jürgen hatte das sehr schön auch zusammengefasst. Und ich möchte halt versuchen, euch einzuladen, zu zeigen, welchen Motor mir meine Spiritualität, mir meine Religion gibt, dass ich etwas verändern muss und dass ich mein Leben danach ausrichte. Ich hatte mir überlegt, also ich habe vieles überlegt und hatte viele verschiedene Ideen und 10 Minuten sind doch nicht so lang und ich hoffe auch, dass ich nicht beibehalten, ich bin immer froh, dass ich so eine Uhr oben habe, dass ich einmal gerne über die Beziehung zwischen Gott, dem Menschen und die Natur reden möchte, darüber auch reden möchte, warum oder woher ich die Verantwortung ziehe, dass ich als Mensch die Verantwortung gegenüber der Schöpfung mittrage, also wo ich halt auch in den islamischen Quellen da meinen Anker nehme. Und ich möchte halt zum Ende hin auch nochmal über letztendlich Möglichkeiten, vor allen Dingen des Nachsinnens sprechen. Und generell basiere ich immer vieles auf, also oder die meisten Inhalte, die ich auch bringe, und ich habe auch immer wieder auch Koranverse oder auch Überlieferungen mit eingebaut, weil meine Quelle der Koran halt als letzte Offenbarung und halt auch die Überlieferungen des Propheten, Frieden, Segen auf ihm, da immer ranziehe und aus seinem Leben meine Motivation hole. Genau. Wenn wir uns gerade an die Traumreise oder an das Gedankenexperiment zurückdenke, ging es ja vor allen Dingen viel um die Schöpfung. Ich habe viel darüber auch nachgedacht, wie die Schöpfung entstanden ist. Und darin sehe ich halt auch die Allmacht oder auch die Allgegenwärtigkeit von Gott. Und für mich wird dort darin auch deutlich, dass er es erschaffen hat. Und diese Faszination, dass, wenn ich auch wisse, also dass Gott, die so gesehen mich am besten kennt, mich erschaffen hat. Und wenn er sagt, es ist, dann, also wenn er sagt, es sei, dann ist es. Und im Islam bedeutet, also Islam bedeutet wirklich Hingabe an Gott, dem allbarmherzigen Schöpfer des Universums. Und
Ich finde es total schön, dass Gott letztendlich in einer Einheit mit der Schöpfung ist. Und somit steht alles Geschaffene in einer Beziehung zu Gott. Das heißt, wir können uns eigentlich nicht voneinander sehen, sondern es ist immer auch mit der Natur des Menschen und Allah als so gesehen Erschaffer immer eine Verbindung. Und im Koran wird auch vermehrt immer wieder betont, dass die Schöpfung ein Zeichen von Gottes Allmacht ist. Und Allah hat uns Menschen mit einem freien Willen erschaffen und dadurch uns halt auch eine sehr hohe Position gegeben. Und diese hohe Position und dieser freie Wille gibt mir halt auch die Möglichkeit, dass wir eine moralische Urteilsfähigkeit haben. Daraus resultiert aber halt auch eine gewisse Verantwortung und vor allen Dingen eine Verantwortung gegenüber der Schöpfung, dass wir diese achten, respektieren und mit Vernunft und Demut die Ressourcen am besten nutzen. Und auch, was ich ja versucht hatte, auch am Anfang ein bisschen zu beschreiben, war, dass Gott die Welt, die Erde, das Universum, alles in einem Gleichgewicht und einer nachhaltigen Zirkularität aufgebaut hat. Und dieses Gleichgewicht gilt für uns aufrecht zu halten, indem wir Menschen halt reflektiert handeln, dass wir nicht hassvoll sind, dass wir bedacht, gerecht mit den Ressourcen und dem Planeten umgehen, dass wir nicht verschwenden oder verschmutzen, dass wir nicht zerstören oder all diese negativen Taten, was wir heute leider immer viel zu viel sehen. Und daraus, durch diesen freien Willen, ist es halt für mich ganz klar, dass ich für mein Handeln einfach auch selbstverantwortlich bin und auch selber entscheiden kann. Ein weiteres, also aus dem islamischen Verständnis, ist eine zusätzliche Eigenschaft, also freier Wille, Urteilsvermögen, ist, dass Gott uns eine Aufgabe gegeben hat. Eine Aufgabe der VertreterInnen, dass wir die Statthalterschaft auf Erden sind. Und ich finde diese Aufgabe so bereichernd, weil es ist auf der einen Seite, ehrt es uns als Mensch, aber es prüft uns zugleich. Auf der einen Seite dürfen wir Menschen uns an der Natur bedienen. Das heißt, wir dürfen letztendlich die Früchte der Palme essen. Wir dürfen den Honig der Biene. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch einen nachhaltigen, ausgewogenen Umgang damit haben. Das heißt, wir haben die Verantwortung. Es ist nicht nur ein Nehmen, sondern es ist ein Nehmen und ein Geben gegenüber der Schöpfung. Und daraus resultiert meiner Meinung, also auch aus meiner Motivation, eine Verantwortung und Verpflichtung, dass wir diese Aufgabe halt auch erfüllen. Und ich sehe in dieser Aufgabe ein Riesengeschenk und es ist einfach ein riesen anvertrautes Gut, das Gott uns zuschreibt, was wir halt zu pflegen und schützen vermögen. Und in diesem Gedanken liegt, also oder in dieser Verantwortung liegt der Gedanke der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir verantwortlich sind für die Generation nach uns. Wir können nicht einfach alles aufbrauchen, sondern wir müssen halt auch den bestmöglichen Zustand für die nächste Generation hinterlassen und dafür das tun, dass die Menschen nach uns auch noch etwas haben von der Schöpfung. Und im Islam ist es für mich auch ganz wichtig, dass es immer es geht um eine Gemeinschaft. Es geht nämlich nicht nur um mich, es geht nicht nur um mich als Individuum, sondern es geht auch immer den Blickwinkel auf die Gemeinschaft, auf die Gruppe, auf die Menschen nach uns. Und mein Ansporn ist es halt einmal, die Zufriedenheit Gottes zu erlangen, weil das ist für mich so das höchste Ziel. Ich möchte gerne dieses Geschenk, dieses anvertraute Gut wertvoll behandeln. Und dadurch, dass ich das mache, komme ich Gott näher. Und es gibt viele, viele Verse und auch Überlieferungen, wo letztendlich Allah zu uns spricht und sagt, seid nicht maßlos, handelt nicht verschwenderisch, seid oder auch in den Überlieferungen, in dem Leben des Propheten
Mohammeds Frieden und Segen auf ihm, auch viel der Umgang mit Wasser, der Umgang mit Lebensmitteln, der Umgang, das ist über 600 Jahre immer schon das Thema gewesen und immer wieder auch der Anreiz für uns Menschen. Der Islam ist eine spirituelle Entwicklung, indem ich näher zu Gott komme. Und dieses Gottesbewusstsein zeigt sich halt durch Liebe und Dankbarkeit. Und ich finde, ein Part ist halt, dass, wenn man zurückdenkt, wie Gott uns erschaffen hat, mit welchen Eigenschaften, ist es einmal der Verstand, aber auch das Herz. Und ich glaube, das Herz, und darauf möchte ich nämlich jetzt nochmal eingehen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Motor. Weil nur in der Kombination zwischen Verstand und Herz kann ich letztendlich mein Leben erst wirklich ausleben und ausrichten. Und dadurch kann ich halt auch meine Augen öffnen und meine Umgebung wahrnehmen. Und damit ich meine Augen öffnen kann, muss ich mein Herz reinigen. Und das reinige ich, indem ich zu mir selbst finde, indem ich in mein Inneres höre. Und das Herz ist einfach so ein krasses, Entschuldigung für den Ausdruck, aber so ein faszinierendes Wunder Gottes. Es ist einmal der wichtigste Muskel in unserem Körper, einfach auch der stärkste Muskel. Und es ist aber auch unser Inneres. Also es ist, das Herz kann man halt immateriell und materiell sehen. Und braucht halt diese spirituelle Erziehung, um es gestärkt, um es verantwortungsbewusst, selbstsicher machen zu lassen, sich danach handeln kann. Dass ich meinen eigenen Willen zurücksetze und dass ich einfach auch Verzicht übe. Und durch diese wunderbare Gabe des Verstandes und des Herzens ist es uns Menschen möglich, einmal den Koran zu verstehen, darüber nachzusinnen und ein Bewusstsein für die Welt um uns herum zu bekommen. Und ich fand auch so dieses Bewusstmachen ist, was in der Welt, also dass alles, was in der Welt ist, nicht einfach nur ist, damit es vergeht, sondern es ist in der Welt, weil es auch wert ist, dass es da ist. Gott, also Allah, hat so gesehen jedem das Recht gegeben und dieses Recht müssen wir schätzen. Und jetzt ist die Frage nochmal, okay, ich habe den Verstand, ich habe mein Herz, ich habe meinen freien Willen, aber wie kann ich mein Herz berühren? Und im Islam habe ich als Muslima viele Möglichkeiten geschenkt bekommen. Es ist, glaube ich, auch wie in allen anderen Religionen, hat man immer so Wege gefunden, wie man seine Spiritualität ausleben kann, wie man sein Herz berühren kann, wie man dadurch auch den Umgang zur Schöpfung bekommen kann. Und das ist halt einmal mein fünftägiges Pflichtgebet. Also ich habe auch noch andere Möglichkeiten. Letztendlich kann ich kann meinen ganzen Tag als Gebet leben, ich kann meinen ganzen Tag als Gotteshandlung leben und das sollte auch unser Ziel oder mein Ziel ist das zumindest. Und dieses tägliche Gebet 5-mal am Tag, verteilt um den Tag, zu jeder Tageszeit, gibt mir den Raum zur Reflexion. Es gibt die Spendenmöglichkeit. Ich finde, Spenden ist einmal auf Geld bezogen, aber auch letztendlich etwas zu verschenken, also etwas von dir wegzugeben, lernt mir den Verzicht und solidarisch zu sein mit meinen Mitmenschen und auch zu gucken, was geschieht um mich herum. Die Pilgerfahrt, sowohl die große als auch die kleine, also man kann halt für uns als Muslim, ist es einmal die Pflicht, wenn Gott es uns erlaubt oder auch ermöglicht, nach Mekka zu fahren und die große Pilgerfahrt zu machen zu einer bestimmten Zeit, aber auch regelmäßig, egal wann, dorthin zu reisen. Und es ist total faszinierend, da zu sein, um mit, weiß ich nicht, tausenden Menschen, gerade zu Zeiten der Pilgerfahrt zur Hadsch, alle gleich aussehen. Das ist egal, woher du kommst. Und dass da dieses Gemeinschaftsgefühl im Kern um die Kaaba, also um letztendlich, wo wir auch unser Gebet hinrichten, dort zu sein und in dem Strom mitzugehen. Und wie eine Ameise unter tausenden Ameisen zu sein und gemeinsam das Rad zu drehen. Und ich glaube, da in dieser Zeit befinden wir uns gerade auch, und ich freue mich auf die nächsten Jahre, die Fastenzeit.
dass wir auch, glaube ich, ungefähr so in 2-3 Jahren werden wir auch die Fastenzeit gleichzeitig haben. Das heißt, sowohl im christlichen als auch im islamischen, also muslimischen, werden wir halt gemeinsam fasten. Und wir haben halt auch, ja, in 2 Wochen, 3 Wochen beginnt der Monat Ramadan, der besonders zum Fasten einfach uns auch nochmal geschenkt worden ist. Und dort uns halt auch intensiver mit dem Koran zu beschäftigen. Und da geht es um dieses Nachsinnen. Und auch nochmal, weil der Koran auf Arabisch geschrieben ist, finde ich es auch total spannend, weil ich habe so die Worte, was bedeutet Nachsinnen? Was bedeutet sich zurückzuziehen? Was bedeutet letztendlich offen durch die Geschichte, also durch die Welt zu laufen oder auch einfach nur in den Wald zu gehen? Und im Arabischen gibt es 3 Begriffe, die uns bewusst machen, was das Denken, das Nachdenken, das Gedenken und das Überlegen der Schöpfung alles beinhalten kann. Es gibt einmal den Begriff Al-Ta'ammul und er bedeutet innezuhalten und nachzudenken, das Nachsinnen vorzusetzen und etwas gründlicher zu untersuchen. Es bedeutet, in allen Einzelheiten über die Schöpfung, die Ereignisse nachzudenken, um daraus Lehren zu ziehen und so zur Wahrheit zu gelangen. Dann gibt es das Wort Al-Tadabbur. Das bedeutet, über die Folge und das Ergebnis einer Sache nachzudenken. Und Al-Tafakkur bedeutet sinngemäß, sich an einer Sache ein Beispiel zu nehmen und sich darauf zu konzentrieren und darin zu vertiefen. Und das Faszinierende, was ich halt auch in der arabischen Sprache finde, ist, dass wir hier 3 Begriffe haben, die so unterschiedliche Elemente beinhalten und wir im Deutschen eigentlich nur das Wort Denken oder Überlegen verwenden. Und dass durch diese arabische Sprache einfach noch ein viel größeres Spektrum kommt, wie ich Gott näher kommen kann und wie ich vor allen Dingen die Schöpfung wahre. Genau, und ich kann halt durch diese spirituelle Erfahrung, die ich mache, indem ich mir Zeit nehme, ich nehme Ruhe nehme, indem ich mein Herz pflege, den Umgang mit der Schöpfung fördern und vor allen Dingen mein Leben danach ausrichten. Denn ich weiß, und das ist auch nochmal, was Jürgen am Anfang sagte, wie ich damit mit der Ungerechtigkeit zurechtkomme, weil ich weiß, es wird der Tag kommen, wo es eine Abrechnung gibt. Es wird der Tag kommen, wo ich für mein Handeln, für all das, was ich getan habe, etwas sagen muss. Und dafür auch gerade stehen muss. Und deswegen weiß ich auch, dass Gott barmherzig ist und gerecht ist und dort letztendlich, spätestens dort, eine Gerechtigkeit herrschen wird. Und mit seiner Barmherzigkeit hat die Tore zum Paradies geöffnet werden und dort einfach das weitere Leben. Also es ist jetzt nach meinem Tod, ist es nicht vorbei, sondern es geht weiter. Zusammenfassend finde ich, hatte ich einmal für mich so ein Zitat, dass durch die Achtung der Umwelt als Selbstverständlichkeit unseres Glaubens, also im arabischen Din, können wir die Schöpfung als Zeugnis von Gottes Barmherzigkeit, Schönheit und Liebe begreifen, welches uns zu bewahren gilt. So, jetzt bin ich ein bisschen durchgerast und würde auch hier, also ich habe noch tonnenweise andere Gedanken gehabt. Ich hatte noch, ich gehe gleich nochmal zurück, weil ich finde, das fasst das so alles eigentlich am besten so zusammen, dass einfach auch diese Frage, woran erkennen wir die Schöpfung Gottes? Welche Prinzipien können wir aus unserer Religion ziehen, um die Natur zu bewahren? Oder es gibt auch Philosophen und Theologen oder einfach Persönlichkeiten, die, und diese Diskussion gab es auch im Christentum, dass die ökologische Krise, in der wir gerade stehen, auch eine spirituelle Krise zu verstehen ist, weil wir Menschen einfach von abkehren, dass wir uns in den Konsum stürzen, dass wir so gesehen unsere Zufriedenheit durch den Konsum, durch Materialismus erreichen. Und das sind halt auch nochmal Dinge, wo man stundenlang weiter drüber reden kann. Und ich gehe einfach nochmal zurück, wenn das geht. Genau. Und danke für eure Aufmerksamkeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Und genau, habe ein bisschen überzogen. Kein Problem. Danke dir, Kim, für den wirklich
anspruchsvollen Versuch, uns in so kurzer Zeit den Islam und natürlich auch noch gleichzeitig eben auch diese Herausforderung mit der Schöpfung und unserer Situation heute zurechtzukommen, das nahezubringen und die spezielle Sicht des Islam darauf nochmal auch herauszustellen. Wunderbar, vielen Dank für diesen großartigen Einblick und auch die drei Fragen, die du uns am Schluss gegeben hast. Also vor allem die letzte ist bei mir nochmal hängen geblieben, also die Frage danach, also ist unsere ökologische Krise nicht eine spirituelle Krise, ist nicht das, was wir vielleicht auch gerade im Umgang mit der Pandemie erleben, eine Folge einer spirituellen Krise und deutet alles nicht, das ist ja schon öfter auch bei uns Thema gewesen, darauf hin, dass es in Richtung eines Bewusstseinswandels der Menschheit geht. Und das ist ganz spannend, also jetzt nochmal von dir zu hören, also wie der Islam das unterfüttert und auf welche Punkte er da seinen Fokus setzt. Dann möchte ich euch verabschieden mit einem Gebet von einem christlichen Mystiker, Thomas Merton, einem amerikanischen Mönch, der aber eine große Freiheit und Offenheit zu den anderen Religionen gelebt hat. Ich finde, er hat ein wunderbares Gebet erlassen, mit dem ich sozusagen diesen Morgen beenden möchte. Und das Gebet geht so. O Gott, wir sind eins mit dir. Du hast uns eins gemacht mit dir. Du hast gelehrt, dass wenn wir offen sind füreinander, du in uns wohnst. Hilf uns, diese Offenheit zu erhalten und darum zu kämpfen mit ganzem Herzen. Hilf uns erkennen, dass es kein Verstehen geben kann, wo es eine gegenseitige Zurückweisung gibt. O Gott, indem wir einander von ganzem Herzen annehmen und komplett, nehmen wir dich an. Und wir danken dir und verehren dich mit unserem ganzen Sein, weil unser Sein in deinem Sein liegt und unser Geist verwurzelt ist in deinem Geist. Erfülle uns mit der Liebe und lass uns zusammengebunden sein mit Liebe, auch wenn wir verschiedene Wege gehen, vereint in deinem Geist, der Macht, dass du präsent bist in dieser Welt und der Macht, dass du Zeuge bist für die ultimative Realität, die die Liebe ist. Die Liebe hat überwunden, die Liebe hat gesiegt. Amen. Ja, mit diesem Zuspruch und diesem Vertrauen, dass Gott in uns allen unterwegs ist und wir auch Zeugen dieser ultimativen Realität sein können, der Liebe. Ja, entlasse ich euch in diesem Tag, wünsche euch eine gute Zeit, euch einen guten Tag, tschüss, ade. Dankeschön, tschüss. Danke euch.